Niemand hat vor, ein Bildschirmspiel zu bauen. Herzlich willkommen, liebe Genossinnen und Genossen, zu einer neuen Orbit-Folge. Heute haben wir etwas ganz Spezielles, Besonderes mitgebracht. Und zwar den BSS-01. Das ist die einzige Spielekonsole, die in der DDR gefertigt wurde. BSS steht für Bildschirmspiel 01 in der Langversion. Genau. Und da werden wir jetzt mal einen Blick drauf werfen zusammen. Viel Spaß. So, hier haben wir das gute Stück. Also ich muss dazu sagen, ich hatte das Teil noch nicht in der Hand. Das heißt, ich werde das jetzt mal vollkommen jungfräulich beäugen. Also wir haben ja einmal einen Ausschalter, der ist in Rot gehalten, um sich farblich von den anderen Schaltern zu differenzieren. Da muss ich direkt, ich hau immer so ein paar wissenswerte Sachen dazwischen. Es gibt von dieser Konsole, sind wohl so an die 1000 Stück hergestellt worden. Das Ganze zeitlich zwischen 1980 und 1984. Da muss man dazu sagen, im Westen war man schon weiter, weil da kam schon NES und Master System und sowas auf den Atari, Markt. Also das war schon eine ganz andere, also eigentlich war man schon viel weiter im Westen. Also das heißt, dass das wirklich steinzeitlich ist, was wir da gleich sehen werden in die Richtung? Aber das war ja früher sonst eigentlich ja immer umgekehrt, ne? Dass die sozialistischen Staaten immer total technologisch... Ja, natürlich. Ne? Sowas wie Bananen oder so, das hatten die natürlich auch viel eher als wir. Wo ich jetzt gerade noch drauf hinaus wollte, es wurden halt wieder 1000 Stück von denen produziert. Produziert hat das Ganze das Kombinat Mikroelektronik Erfurt und das zugehörige VEB Halbleiterwerk in Frankfurt. Oder, ja, die haben das... Oder was? Oder so. Ach so, oder so, ja. Da war es wirklich, also von oberster Ministerialebene wurde so ein neuartiges Telespielsystem für den Arbeiter- und Bauernstaat gefordert. Es wurde quasi Spaß verordnet, wenn man das so will. Genau, da war es wirklich, was in Westdeutschland in Hinterzimmern stattfand und wenig von der Politik beachtet wurde, war da wirklich von oberster Ebene gesteuert. Lustigerweise... hat das Ganze wirklich einen Preis von 550 Ostmark, was relativ viel hoch angesetzt war, weswegen dieses System wohl nur in irgendwelchen Jugendzentren und Bildungszentren zur Belustigung der Blagen verwendet wurde. War das natürlich nur der staatskonformen Blagen, die da. Ja. Ich hab aber auch schon mal welche gesehen, wo die Knöpfe ganz andersfarbig waren. Kann das sein? Das kann sein, weil wenn man unter eBay oder wenn man bei Google mal guckt, man findet wirklich Varianten, wo alle Knöpfe rot sind, wo alle Knöpfe schwarz sind. Ich habe sogar schon mal eine Variante gesehen, wo das ganze Gehäuse nicht schwarz, sondern weiß war. Also es wurde irgendwas verbaut, was gerade halt einfach da war. Wie das okay. In so einem sozialistischen Staat ist, ne? Muss halt ja, aber dass man noch nicht mal... Dass das nicht mit Wasserdampf betrieben wird, ist auch alles, ja. Ja, aber komm, dass man noch nicht mal für 1000 Systeme farblich passende Knöpfe findet, heutzutage schwer vorstellbar. Gutes Stichwort, 1000 Systeme. Wie war denn das mit der Verfügbarkeit, beziehungsweise wie lange musste man denn... im Konsum anstehen, damit man so ein Ding bekam. Gab's glaube, da wenn das Kind, einer, wenn das Kind geboren wurde, auf der Warteliste, wie beim Trabi. Ja. Was noch lustigerweise, was ich jetzt mal Hennings haptischen Erlebnissen vorgreife, auf der rechten Seite der Systeme ist immer die Seriennummer. Und in diesem Fall sieht man, dass... Das ist Nummer 890. Und du kannst da auch ein bisschen weniger... Einlage 890. Ja. 890 von 1000. Ja. In dem ganzen Gerät sind... westeuropäische, da soll ein Standard-Pong-Schaltkreis, den General Instruments hergestellt hat, soll da verbaut worden sein. Der wurde einfach importiert und der Rest wurde dann halt vom Kombinat Mikroelektronik zusammengeschraubt. Das ist aber ein ganz schönes Armutszeugnis für das Mikrokombinat, wenn man sich das Ding aus dem Westen holen musste, oder nicht? Dafür wurden die Knöpfe selber gemacht. Ja, ja. Handgeklöppelt. Und die sind aber auch, also ich meine, das ist jetzt... Stichwort Haptik. Ja, doch. Es ist eigentlich sind die nicht so schlecht. Also auf der Seite, also es wirkt natürlich schon ein bisschen billig, also aber es ist nicht schlecht gemacht. Also ich habe erst an so Duplo-Steine gedacht, weil das irgendwie so von der... Ja, stimmt. Ja, stimmt. Hat so ein bisschen was davon. Was ich lustigerweise im Internet noch gefunden habe, es war auch ein BSS 02 geplant. Das wurde aber zugunsten die Produktion von Radioweckern. Dann hat dann doch die oberste Ministerialebene doch entschieden, dass Radiowecker dann doch dringender sind. Vielleicht haben die Leute abends zu viel... BSS 01 gespielt und morgen stand das Kombinat still. Deswegen wurden wieder Radiowecker angefordert. Wer weiß. Das ist natürlich möglich. Ja, ich finde auf jeden Fall auch die Beschriftung eigentlich ganz nett. Irgendwie klar, so die Sporthallen, aber Ablenkwinkel und
Ballgeschwindigkeit, Schlägergröße. Nullstellung, das ist schon sehr... Henning, vielleicht ziehst du nochmal an den Anschlusskabel, dann sieht man auch, dass das lustigerweise ein Netzteil war drin verbaut, Standard-Euro-Stecker und halt ein ganz normaler Antennenanschluss. Eigentlich wollte ich damit sagen, dass du das mal in die Kamera halten sollst. Ach so. So eine Art Euro-Stecker. Genau, auch wenn es da alles andere als Euro ist, aber egal. Letzte kleine Background. Ja, Ostmark-Stecker, nicht Euro. Genau. Das geht decken auf. Es gab auch normale Steckdosen im Osten. Also ich hab gerade Honecker umgeschubst, das darf natürlich nicht sein. Letzte kleine Hintergrundinformation, wo wir schon beim letzten Mal so ein intensives Modding betrieben haben. Dadurch, dass eben Standardschaltkreise, soll es wohl findige Bastler geben, die auch den Lightgun-Teil aktiviert haben. Das System hat jetzt keine Lightgun, aber man kann wohl auf die Platine drauf, kann eine Standard-West-Light-Lichtpistole anschließen und dann auch mit dem System halt Tontaubenschießen machen. Aber dafür wurden Konsolen von dieser geringen Stückzahl verbastelt. Also das werde ich nicht tun. Aber der blanke Hohnnecker. Ja, das geht ja gar nicht. So, ob dieser Spielspaß... Aber was mir nochmal aufgefallen ist gerade, hier ist es leider schon abgebrochen und da auch. Da war wohl jemand zu rabiat. Aber ich habe es in diesem Zustand käuflich erworben. Die sind... Also die lassen sich hier einrasten, die Controller. Das ist natürlich echt cool, dass sie auch nicht rausfallen, wenn du mal umdrehst, sondern sie bleiben einfach drin stecken. Das ist ganz cool. Auf der Seite jetzt nicht mehr, weil da ist es kaputt. Hier sieht man, da ist er umgelegt. Irgendwie da ist es schon abgebrochen. Wahrscheinlich, weil schon Leute vor mir sich die Serien noch mal gucken wollen. Ja, auf jeden Fall. Das wird es gewesen sein. Und aber prinzipiell 220 Volt. Gut, haben wir jetzt mittlerweile ein bisschen mehr. Funktioniert trotzdem. 2 Watt habe ich gerade gelesen. Also auch recht sparsamer Spielspaß. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, wie das Ding am Bildschirm. Ob der Spielspaß im Osten mithalten konnte, seht ihr jetzt. So, liebe Zuschauer, es treten jetzt an Carsten als Held der Arbeit gegen Henning als Feind des sozialistischen Volkskörpers. so nenne ich dich demnächst immer, Feind des sozialistischen Volkskörpers. Ja, das bin definitiv ich. Ja, ich will auch einfach mal sagen, also nur damit das klar ist, ne, Carsten ist links, ich bin rechts, ich weiß nicht, ob man das gerade im Bild sieht. Und deswegen Feind des sozialistischen Volkskörpers. Das ist null. Nullstellung und dann würde ich mal sagen, gibt es jetzt den Balleinwurf. Du kannst aber auch auf Automatik stellen. Boah. Ja, komm, ist egal. Ich empfehle an dieser Stelle nochmal unsere Facebook-Seite zu abonnieren, weil da war hier das schon vorangekündigt. Man betrachte auch die hervorragende Farbqualität des Schwarz-Weiß-Gerätes auf einem OLED-Fernseher. Oh je. Ist das nicht ein bisschen wie, als wenn wir einen Porsche-Motor in der Ecke verbauen hier? Ich vergeiz ja vollkommen. Was wir gerade machen, OLED vor die Säule. Also ich muss ja sagen, dass ich das mit diesem Poti hier am Controller echt gut steuern lässt. Also ehrlich, ne? Aber ich muss auch sagen, dass ich Interton Video 3000 doch schon deutlich besser finde aus dem Westen. Aber sind wir jetzt mal... Bei diesem Ostgerät muss ich echt gucken, dass du keine Osteoporose bekommst, ja? Mir ist verschreckt die Spreewaldgurke aus dem Mund gefallen. Da muss ich ja 3 Jahre für anstehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Was ist denn jetzt, kann man jetzt überhaupt sagen, dass das nicht nur eine dreiste Kopie der erfolgreichen kapitalistischen Spieleproduktionen sind? Weil ich sehe keinen Unterschied zu 1000 anderen Konsolen. Optisch. Genau, die durften halt damals da nicht verkauft. Die haben sich halt ihr eigenes Gehäuse drum gebaut, um eigentlich Westtechnik, die im Westen schon etwas out war. Och, okay. Jetzt zeigt unseren zahlreichen Zuschauern doch mal, was im Osten sonst noch angesagt war. Lothar. Ne? Nee, das ist Mauerball, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist... Das ist auch das Spiel, was man alleine spielt. Ja, das mache ich doch ganz gut schon mal. Also egal, was man macht, man kommt nicht durch die Mauer. Das ist das Spiel. Ja. Jetzt könnt ihr es mal zu zweit versuchen an der Mauer. Ja, da warst du wohl dran. Da finde ich es jetzt ärgerlich, dass wir nicht farblich kodiert sind, weil das ist echt ein bisschen. Aber wieso? Es hat doch einer den Ball erwischt. Was ist das für eine Kollision? Jetzt bin ich dran. Wer bist du denn? Ich bin der Ober jetzt. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Weiß ich nicht, oh Gott. Jetzt bist du dran. Also wer so spielt, steigt im FDJ aber nicht auf. Da geht's auf Fußball. Fußball finde ich immer geil. Fußball, ohne Witz. Da mache ich jetzt hier Nullstellung und ab geht's. Da mache ich die jetzt fertig.
Also spielt jetzt Energie Cottbus gegen Lokomotive Moskau? Energie ist gar kein Ausdruck. Es spielt doch natürlich jetzt, wir sind hier gerade bei der Dynamo Dresden-Meisterschaft, da spielt natürlich West gegen Ostdeutschland. Abend! 2-0 für Westdeutschland, verstehen Sie? Ist klar. Ja. Wieso kann ich denn eigentlich... Ist doch musst du beim Freistoß dann eine Mauer aufstellen? Ich verstehe gar nicht. Oh, 3-0! Ja, das habe ich auf Blamage 3000 auch immer gespielt. Ab in Gulag. So, kehren wir zurück aus dem Osten von Spreewaldgurken und Vita-Cola und mir fällt es uns gerade nichts... Radeberger. Ja. Spontan nichts ein. Niemand hat vor, eine Videospielkonsole zu bauen. Stimmt nicht so ganz, haben wir festgestellt, denn es wurde ja eine zumindest gebaut. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ist halt ein Unikat, ist was Besonderes. Allein schon der Name, dass man sich da nicht dem Klassenfeind annähern wollte und das Ganze irgendwie Videospiel oder Telespiel genannt hat, sondern was? Bildschirm? Bildschirmspiel. Ja, Bildschirmspiel 01. Ist schon mal ein sehr sozialistisch nüchterner Name, würde ich mal behaupten. Ja, mich wundert auch, dass nur der Knopf rot ist. Ja, stimmt. Egal. Ist eigentlich das andere ist Geld, das steht für Nordkorea. Für den China-Mann. Für den, genau, Moment. Nein, lassen wir das. Was riecht denn hier so nach Curry? Hm? Wir versuchen weiter den kuriosen Sachen treu zu bleiben. Weiter gerne kommentieren, wenn ihr mal interessante Ideen Fall. Noch für uns habt. Kuriose Konsolen, von denen wir vielleicht selber auch nicht wissen, gerne mal als Kommentar hier lassen. Dann kümmern wir uns darum, das irgendwie zu beleuchten. Auf jeden Fall. Wir freuen uns über alle Abos, über alle Kommentare und bleibt uns treu. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Sozialistische Grüße.